auf geht's. Heute wird wieder ein heißer Tag. Deswegen bin ich schon um 3:30 von zu Hause losgefahren, um hier in Bad Schandau um 6:45 zu starten. Und die Sonne steht schon ganz schön weit oben. Das wird ein Spaß. Jetzt darf ich nicht den Einstieg verpassen. Ich gehe nämlich von Bad Schandau bis nach Faltenberg oder zum Faltenberg. Da beginnt mein eigentliches Wanderziel. Das ist der Oberlausitzer Bergweg. Und dann möchte ich noch eine Runde zurück machen durch Tschechien durch. Schauen wir mal, wie es wird. Ich freue mich jedenfalls. Und ihr seid herzlich eingeladen, mich zu begleiten. Ah ja, hier geht's rein. Naja, hier geht es ja schon mal bergauf. Fängt schon gut an. Bloß warm werden brauche ich jetzt nicht unbedingt noch mehr. Hui. Naja, kommen schon die ersten Höhenmeter zusammen. Aber ja. Muss ja auch sein, weil meine Runde hat ja fast 6000 Höhenmeter. Also fange ich mal an zu sammeln. Das erste Highlight. Da gehe ich doch mal hoch. Da vorne wird das Örtchen Krippen sein. Da komme ich dann vielleicht auf meinem Rückweg wieder an, dran vorbei. Schön war es auf dem Schandauer Schlossberg. Man muss nur bei der größten Hitze unterwegs sein, dann hat man alles für sich alleine.
ist gleich Mittag und es ist wirklich sengend heiß. Ich bin anscheinend doch noch nichts gewöhnt und muss mich ein bisschen akklimatisieren. Tja, das habe ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Ich komme auch nicht so voran, wie ich gedacht habe. Naja. Das ist also jetzt der Ungerberg. Da gibt es auch ein Wirtshaus mit gutem Besuch. Das ist aber nichts für mich. Dem Hohen Protektor des Gebirgsvereins für die Sächsische Schweiz, SR Königliche Hohe Prinz Georg Herzog zu Sachsen gewidmet, 1885. Oh, da will ich heute mindestens noch hin. Da steht 4 Stunden. Jetzt ist es 1. Ach, das ist jetzt ermutigend oder frustrierend? Ja, ermutigend. Ah, dann wird es so 5 Uhr, 6 Uhr, bis dahin ist es dann nicht mehr so heiß und dann wollte ich eigentlich noch mal 10 Kilometer draufpacken, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Jetzt muss ich mich sputen. Ich habe nämlich ein Date mit dem Thomas, mit dem Aktiv in der Natur. Der kommt nämlich aus Neustadt und mit dem habe ich mich jetzt gerade verabredet. Ich hoffe, ich finde den Parkplatz. In die Richtung, glaube ich, muss ich weiter. Da geht es jetzt mal hier durch die Wiese. Da darf ich heute Abend wieder ganz schön Zeckenschau machen. Puh, es ist extrem heiß heute. Ah, aber einen ziemlich heißen Tag erwischt. Oh. Normalerweise bin ich ein bisschen besser akklimatisiert. Aber heute, heute komme selbst ich an meine Grenzen. Der Pfad hier, der entschädigt hier für die Hitze. Das ist ja wie ein großes grünes Gewölbe. Eine Rokokokirche. Ich muss weiter, weil der Thomas, der wird schon warten langsam. Ja, also der Jürgen, der hat keine Zeit oder er braucht die doppelte Zeit zum Wandern für die Runde, hat er mir mitgeteilt. Und der Thomas, der Rentu, der ist gerade mit dem Thorsten, also alias Toasty, auf dem Schluchtensteig unterwegs. Naja, dann muss halt der zweite Thomas her. Der Aktiv in der Natur, der wohnt ja hier in der Gegend und dann haben wir uns also blitzschnell zusammen telefoniert und verabredet. Und ich habe auch nur noch 15 Minuten Zeit und ich fürchte, ich komme zu spät. Wir haben aber ausgemacht, wir warten aufeinander. Also seid gespannt.
Ich bin's auch. Ja, das werde ich nicht schaffen. Ich werde 10 Minuten verspäten, aber das gehört sich ja auch so. Die Frauen kommen ja immer ein bisschen später. Mein Rucksack ist alles andere als ultraleicht. Ich habe eingesehen, dass ich bei der Hitze viel mehr Wasser mitschleppen muss, als ich das sonst so gewöhnt bin. Da habe ich mir vorhin bei einem Aldi nochmal 1,5 Liter Wasser eingepackt. Jetzt habe ich 3,5 Liter Wasser. Und der Sack ist sowas von schwer. Das bin ich nicht gewöhnt. Das ist auch mein Rucksack nicht gewöhnt. Also der schneidet ganz schön ein. Das hier ist Thomas. Servus, Leute. Zum zweiten Mal. Ja, und es ist, es gibt ja noch den Rentu-Thomas und es gibt noch den Thomas, den Landstrecker. Die Grüße gehen raus an die beiden. Und dann wollte ich noch sagen, ich soll dir Grüße vom Jürgen, vom Wolkenfänger ausrichten. Das tue ich hiermit. Jürgen, vielen Dank. Ich grüße dich zurück und ich hoffe, du siehst das Video und guckst dir das an. Schade, dass du nicht dabei bist, aber vielleicht klappt es mit uns beiden auch mal irgendwo, irgendwie. So. Ja, also Thomas kenne ich jetzt seit 2 Stunden oder ungefähr, so. Ungefähr, ja. Und wir haben uns gestern ganz spontan verabredet. Ich habe gesagt, ich bin in der Gegend und das fand ich dann einen sehr feinen Zug von ihm, dass er das ermöglicht hat, sich hier zu treffen und mich hier zu versorgen mit ganz tollen Sachen. Er ist mein Trail Angel. Den Kuchen habe ich schon verzehrt, der ist von der Frau gebacken. Genau, der ist schon weg. Auch Grüße an die Frau und noch Käffchen, das ist gut, das brauche ich jetzt dann noch. Wir gehen jetzt noch den Rest bis zum Faltenberg, da fängt offiziell der Oberlausitzer Bergweg an und dann habe ich gedacht, ich hänge noch ein paar Kilometerchen dran, jetzt ist es ja schön kühl. Ja, ja, und das ist richtig. Vor lauter Quatschen haben wir wenig gefilmt. Genau, genau. Also wir haben so viel zu erzählen, wir kommen gar nicht zum Filmen. Das ist, genau. Das ist auch selten, dass sowas passiert. Jetzt werden wir aber dann nochmal einpacken und dann zum Faltenberg gehen und dann werden wir nochmal uns noch ein paar Wörtchen sagen, ja, denke ich. So wird es werden, genau. So. Ja, der Thomas hat mir hier eine super Quelle gezeigt, die Wiesenitz-Quelle. Und die hat diesen Luxus der Schöpfkelle. Also hier hüpfen zwar ein paar Frösche rum, also da habe ich einen gesehen, aber das hat mich jetzt nicht davor abgehalten, Wasser zu schöpfen. Niedlich. Beginn des Oberlausitzer Bergweges. Der Trailhead. Und der Thomas hat mich dahin geführt. Dann ist es ein guter Beginn. Da haben wir, wie heißt der Turm, Thomas? Also das ist der Faltenberg, halt Aussichtsturm Faltenberg. Ah ja, da kommen wir noch nicht hoch jetzt mehr, gell? Ja, der wird zu sein, ne? Ja, genau. Naja, heute nicht mehr. Kilometerzahl steht nicht dran, gell? Nee. Naja, werden wir dann so sehen. Ich glaube, irgendwas so um die 113 bis 118 habe ich irgendwas gesehen. Ja, so in der Drehung, ja, habe ich auch gelesen, ja. Aber dann war es ja noch nichts, ist es ja noch nicht zu Ende für mich. Dann muss ich ja wieder zurückkommen. Ja, gut, okay. Gut, dann geht es wahrscheinlich durchs Tschechische durch. Da habe ich verschiedene Varianten und dann muss ich mal gucken, wie das Wetter ist und wie es mir gefällt und wie schnell ich bin. Ja, durchs Tschechische, das interessiert mich auch, was da so auf dich zukommt. Ja gut, den Teil kenne ich ja schon, wenn ich jetzt die Route mache, da, also erstens mal die Dittersbacher Schweiz, okay, würde mich interessieren und dann gibt es die Verbindung dann weiter zum Prebitsch, zum kleinen Tor, ja, oder ja, zum großen. Ja, großen. Ja. Und ja, das kenne ich eigentlich auch schon, aber da wollte ich wieder mal hin. Hm. Ja, so, dann würde ich sagen, gehen wir wieder runter, was? Ja, dann gehen wir wieder runter. Ja, also der Thomas, der muss jetzt hier runter und ich muss da runter. Und das heißt, dass wir uns jetzt hier verabschieden müssen. Ja, so ist es. Das war also sehr, sehr schöner Spätnachmittag und Abend.
Ja. Da habe ich wirklich gefreut. Also man lernt immer auch. Klasse, also Leute wirklich, kennen. Es war wirklich super. Ich muss ganz ehrlich, also es war echt klasse. Wenn wir uns jetzt hier nicht teilen müssten, dann glaube ich, würde man die ganze Nacht durch. Ja, ich glaube das auch. Ja. Ich hoffe mal, dass das keine Eintagsfliege ist. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ja, ich mein, man sagt ja immer, man sieht sich zweimal im Leben. Ne? Immer, also, ja, so ist es. Also es war wirklich super. Es war auch schön, dich mal kennengelernt zu haben. Das in war echt, ja, gell? Ne, in echt, genau. Also mir hat es echt super Spaß gemacht und ja, war sehr interessant und informativ. Ja, ja, also ich bin ja mal, also das Sächsische gehört jetzt auch zu meinem Lieblings. ja, ich bemühe mich ja immer, aber ich glaube, ich schaffe das nicht. Da sind die Chancen hoch, dass, oder du kommst mal ins Bayerische. Oder so, ja. Ja, Claudia, okay. Dann hoffe ich, dass du deine Runde gut schaffst, ja, dass du gut durchkommst. Ne? Und ja, dann bin ich immer auf die Videos gespannt. Okay. Wie viel hast du dir, wie viel willst du machen, wie viele Teile? Ach, das weiß ich jetzt noch, nicht. Noch nicht. Du okay. Bist ja gut. Ja. Okay, aber du wirst nicht auf ein Video alles reduzieren. Manchmal überlege ich mir das schon, aber wahrscheinlich wird so das alte Schema werden, jeder Tag ein Video. Ja. Aber in unterschiedlicher Länge, je nachdem, was man eben gerade so aufgenommen hat. Na gut, ja, okay. Dann schauen wir mal. Also, Claudia, mach's gut. All die Ohren steif. Du mach auch. Was, geh komm raus. Gut durch. Genau, geh raus. Komm wir gut durch. Na, und ja, bleib gesund. Okay, jo, dann. Mach's gut, ich wünsche dir was. Tschüss. Ja. Schön war's. So, hier das ist nochmal das Schild Oberlausitzer Bergweg, aber es ist kein Pfeil, ob links, rechts oder sonst wie was. Da muss ich jetzt gleich nochmal nachschauen. Und dann, da hätte ich nochmal die Quelle, habe ich also das Wasser umsonst mitgeschleppt. Nee, ein gutes Training. Und dann gehe ich noch ein Stück und dann schaue ich mal, wo ich mich in die Büsche schlage. Es gibt hier einen ganz verschwiegenen kleinen Steinbruchsee, den offensichtlich keiner kennt von den Einheimischen. Die anderen beiden größeren, die sind schon blockiert und da hört man auch Lärm und Getöse. Aber den hier habe ich entdeckt und es ist herrlich, hier zu schwimmen. Ich werde hier oben irgendwo mein Zelt aufschlagen und den Abend ausklingen lassen. Jetzt habe ich es mir wieder häuslich eingerichtet. Der Lagerplatz ist gut oder sehr gut. Da hinten ist mein Gumpen, ob ich morgen noch mal reinhüpfe, das weiß ich nicht. Es ist doch ein bisschen umständlich darunter, aber für den Abend, fürs Abendbad hat es mir sehr gut getaugt. Jetzt mache ich mir noch ein bisschen was zu essen. Viel Hunger habe ich nicht, es war mir einfach irgendwie heute zu heiß. Und dann genieße ich noch den Abend und höre ihm zu. Gehe dann mit dem Versinken des Tageslicht zum Schlafen und wach dann eigentlich relativ bald wieder morgens auf, weil um 3:30 ist es ja schon wieder, Rambazamba. Aber das passt mir so, weil wenn es morgen wieder so heiß wird, dann ist es gut, wenn man ganz in der Früh loskommt und dann vielleicht ein Päuschen mittags macht. Wenn es dann so richtig herknallt oder am späten Nachmittag, das muss ich mal sehen, da mache ich sowieso immer mehr Päuschen, weil sonst komme ich da nicht durch. Ja, ich habe extrem viel trinken müssen, das kenne ich gar nicht von mir, aber ja, ich bin die Hitze nicht gewöhnt. Das ist auch okay, solange genug da ist. Ja, also dann wünsche ich eine gute Nacht. Vielleicht sieht man sich dann am nächsten Tag. Tschüss.